Österreich atmet also wieder auf, aber unterschätzen wir dabei nicht, wie gefährlich Corona immer noch ist? Das bespreche ich jetzt mit dem Public Health Experten Hans-Peter Hutter. Er ist zu mir ins Studio geschaltet. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Seit Mittwoch ist ganz Österreich also wieder ein bisschen freier. In Vorarlberg sind die Öffnungen ja schon vor einiger Zeit durchgeführt worden und da sind dann die Infektionszahlen auch deutlich in die Höhe geschnellt. Droht das jetzt auch dem Rest des Landes? Ja, das mit Vorarlberg ist nicht so einfach, so war es nicht ganz, denn das muss man immer auch im Kontext mit vielen anderen Faktoren sehen. Und auch dort die Kollegen und Kolleginnen haben das ausgewertet, dass ein Anstieg der Inzidenz nicht alleine nur durch die Öffnungen stattgefunden hat. Aber noch einmal, wenn ich jetzt die Schritte bei uns sehe, ist es überhaupt keine Frage. Wir haben ja lange darauf hingearbeitet und auch immer darauf aufmerksam gemacht, Öffnung ja. Von meiner Seite her wären schrittweise Öffnungen vielleicht klüger gewesen, aber egal, so ist es jetzt. Wir freuen uns alle, genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen. Aber es war immer klar, dass es nur dann geht, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Das erste ist Präventionskonzepte, die tatsächlich umgesetzt werden, nämlich von denen, jetzt wenn man hernimmt, die Gastronomie, aber auch von den anderen. Und der zweite Punkt ist, ja, das sind wir. Wir haben auch gewisse Verhaltensweisen, wir sollten uns auch nach diesen Regeln halten. Dann funktioniert dieses Experiment. Das Infektionsgeschehen wird jedenfalls weiter genau beobachtet. Ab wann würden Sie denn sagen, wird es wieder gefährlich und auf welchen Indikator müssen wir achten? Auf die absoluten Infektionszahlen, die 7-Tage-Inzidenz oder die belegten Betten auf den Intensivstationen? Also Nummer eins, es ist überhaupt keine Frage, dass wir das sehr stark im Auge haben, ob die Positivitätsrate ansteigt, das wird man sehen. Vor allem jetzt in den nächsten zwei Wochen wird sich zeigen, inwiefern sich das alles zu Buche schlägt. Da ist es natürlich auch ein Faktor, dass jetzt deutlich mehr Testungen durchgeführt werden. Also man muss das sehr genau anschauen, ob es diffus ist, ob es hier Cluster gibt etc. Und letztendlich, wenn es noch ein Contact Tracing gibt in dieser Richtung, dass man eben schaut, wo stecken sich die Leute wirklich an, auch nach den Öffnungen. Aber das Wesentliche ist jetzt aus meiner Sicht, jetzt keine Zahl vorzulegen, sondern ganz klar zu sagen, es ist jetzt da die Zeit, dass wir uns erholen und entspannen. Und die Kommunikation muss dahin laufen. Und das ist ein bisschen im Beitrag auch rausgekommen, dass es nicht leider jetzt ganz zu Ende ist. Also das heißt, diese vielversprechende Öffnung, dass die ein bisschen in Balance gesehen wird mit dem, dass wir nach wie vor in einer Situation sind, wo es noch deutlich zu wenig Geimpfte gibt, um hier tatsächlich Entwarnung zu geben. Jetzt sind also Geimpfte, Genesene und Getestete gleichgestellt. Und als getestet gilt auch, wer das Ergebnis eines Antigen-Schnelltests vorweisen kann. Diese Tests gelten aber nicht als besonders zuverlässig. Ist es sinnvoll, sie gelten zu lassen? Ja, das ist deswegen sinnvoll, weil es ein Instrumentarium ist, um, ich sage noch einmal, mit allen Schwächen hier eine größere Sicherheit zu haben. Machen wir das nicht, wissen wir gar nichts. Selbstverständlich ist der PCR das noch immer der Golden Standard, nur wie sollte er immer und überall schnellstens zur Verfügung stehen. Deshalb sind diese Tests, jetzt auch der Selbsttest etc., Hilfsmittel, die eines zum Ziel haben, dass sie pragmatisch umsetzbar sind und dass man auch diese Öffnungsschritte tatsächlich durchführen kann. Und deshalb, Sie haben es ja angesprochen, die haben eine geringere Empfindlichkeit, braucht es noch eben andere begleitende Maßnahmen, die auch eingehalten werden müssen. In der Gastronomie eben auch, dass wir einen Zettel am Tisch liegen haben, wo wir entweder das einscannen oder unsere Kontaktdaten zur Verfügung stellen. Anders geht das nicht. Gibt es, wie erwähnt, auch für Geimpfte. Und zwar gilt nach der Vollimmunisierung der Impfnachweis 9 Monate lang. Wie kommt man denn auf diese Zeitspanne? Bislang ist ja noch gar nicht nachgewiesen, wie lange eine Impfung wirklich ihre Wirkung behält, oder? Das ist korrekt. Man geht jetzt einmal davon aus, dass es so lang ist. Aber ich sage dann eines, alle diese Zahlen werden sich in den nächsten Monaten sowieso noch ändern, weil wir davon ausgehen, dass im Herbst definitiv noch eine, also wir gehen davon aus, dass es im Herbst eine weitere Impfung geben wird. Und von daher, denke ich, sind diese 6 oder 9 Monate, jetzt 9 Monate, entsprechend auch jetzt eine Zahl, die kolportiert wird, aber die sich so wie vieles andere sehr dynamisch an die wissenschaftlichen Stand, an den Stand der Wissenschaft anpassen und an die Dynamik der Epidemie. Es wird jetzt auch schon über ein Ende der Maskenpflicht nachgedacht. Noch sind die meisten von uns nicht voll immunisiert. Von einer Herdenimmunität kann man auch noch gar nicht reden. Ist es da nicht zu früh, den Mund-Nasen-Schutz abzulegen?
Sie haben da vollkommen recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass es noch zu früh ist. Ich denke, man muss jetzt einen Gang runterschalten. Wir haben jetzt vor 2 Tagen die Öffnungsschritte gehabt und eine sehr breite Öffnung. Jetzt können wir das genießen, aber noch einmal, wir haben das schon vorhin besprochen, wir müssen jetzt auch abwarten, wie sich diese Öffnungsschritte auswirken. Jetzt schon von einer Maskenbefreiung, Maskenpflicht oder wie es ist, von einer Entfernung der Maskenpflicht wegzukommen, ist aus meiner Sicht völlig verfrüht und trägt jetzt nicht wirklich sinnvolles zur Diskussion bei. Man wird sich das anschauen und wenn die Zahlen es hergeben, beziehungsweise die Situation, die Gesamtbegutachtung der Situation es hergeben, wird man selbstverständlich eine weitere Lockerung auch hinsichtlich der Maskenpflicht andenken können. Überhaupt keine Frage. Das ist unser Ziel. Wir wollen in eine andere Normalität kommen und dafür braucht es aber natürlich einen sehr raschen Impffortschritt. Das heißt, wenn tatsächlich das, was theoretisch jetzt an Impfen möglich ist, auch praktisch umgesetzt wird, wenn diese Zahlen, die jetzt in einem soliden Bereich sind und sehr günstig sind, weiterhin so bleiben, na, dann wird man sich klarerweise überlegen, welche Lockerungen es geben kann. Überhaupt keine Frage, dafür sind wir auch. Da wird es höchstwahrscheinlich die erste Lockerung geben, dass man zum Mund-Nasen-Schutz, gerade bei Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, die jetzt in der Gastro etc. sind, da kann man davon reden. Aber jetzt im Moment, denke ich mir, können wir mal genießen und schauen, wie es ausschaut mit diesen ersten großen, großen Öffnungen. Über einen raschen Impffortschritt konnte sich auch Großbritannien freuen. Dort grassiert jetzt aber die indische Variante des Coronavirus. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die auch zu uns kommt und uns dann wieder zurückwirft? Wir haben immer gesehen, dass es eins natürlich nicht gibt. Wir haben keine Barrieren zwischen den Ländern. Das ist einfach jetzt aufgrund dieser Globalisierung nicht mehr möglich. Irgendwie wird jede Variante über diese oder jene Hintertür zu uns kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich sehe diese Variante nicht so problematisch wie die jetzt bei uns grassierende britische Variante. Aber selbstverständlich wird man hier drauf schauen, und das machen ja auch meine Kolleginnen und Kollegen, dass man in dem Moment, wo diese Variante da ist, die nächsten Schritte setzt. Auch schon aus diesem Grund, denke ich, ist es wichtig, dass wir einige grundlegende Maßnahmen, von deren Wirkung wir aber wissen, sprich FFP2-Masken respektive Mund-Nasen-Schutz, dass wir das nicht gleich jetzt nach 2, 3 Tagen Öffnungen wieder über Bord werfen. Ich denke, das ist auch nicht im Sinne der Regierung, das wird sie eh nicht machen. Und von daher denke ich, ja, man wird ein Auge drauf haben, aber ich sehe diese Variante nicht wirklich so problematisch wie die ex-britische Variante. Denken Sie, dass es zu einer vierten Welle und zu weiteren Lockdowns in Österreich kommen wird? Gut, als Wellenreiter freut man sich ja, der ich bin, freut man sich natürlich über eine vierte, eine fünfte Welle, als Epidemiologe natürlich nicht. Darum geht es eben auch in der Vorausschau. Nummer eins, ich denke, wenn wir jetzt das, was wir in den letzten Jahren mühsamst erlernt haben, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft, dass mit einfachen Maßnahmen, noch einmal, mit einfachen Kernmaßnahmen geht, dass wir im Prinzip dass die Verbreitung des Virus aufhalten können und jetzt noch zusätzlich mit immer schneller werdenden Testsystemen beziehungsweise mit einer Impfung, so sehe ich natürlich den Herbst und Winter wie alle, wenn man an einen saisonalen saisonalen Verlauf denkt, immer kritisch. Aber ich sehe es auch günstig, weil ich denke, wir können das mit diesen Mitteln handhaben. Und von daher denke ich, möglicherweise wird es eine vierte Welle geben, aber wir können damit umgehen. Jetzt hoffen wir aber erst einmal auf einen unbeschwerten und sicheren Sommer. Hans-Peter Rutter, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt geht es darum, Reserven aufzutanken und sich wohlzufühlen. Das bekräftigen wir an dieser Stelle gerne.